Wow, das fühlt sich wahnsinnig seltsam an, aber hi Kati. Ich habe mir gerade Best of Bundestag angeguckt, was ich relativ lustig fand. Und davor habe ich das Video von Rezo gesehen, der die Corona-Politik in Bezug auf die Abiturprüfungen kritisiert und habe jetzt das Bedürfnis, dir zu erzählen, dass oh, es ist voll weird, irgendwie dieses Kati-Ding durchzuziehen, ne? Oh, okay, was ich sagen will, ist, dass wir jetzt gerade merken, was mir persönlich immer schon klar war, aber vielen Menschen nicht, Politik betrifft uns alle. Politik ist kein Interesse, das ist kein Hobby, was man hat. Politik bestimmt unser tägliches Leben. Und wir haben das Glück, in einem demokratischen Land geboren zu sein. Also aktuell ist es ein demokratisches Land. War ja auch nicht immer so. Und wir sollten das nutzen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein paar Sachen funktionieren sehr gut in dieser Corona-Zeit, ein paar Sachen funktionieren sehr furchtbar. Und ich glaube, das liegt daran, dass über die Jahre das politische Interesse der Bevölkerung abgenommen hat und es sich politische Strukturen entwickelt haben und verfestigt haben, die irgendwie gar nicht mal so gut funktionieren für unser Land oder für die Stimmung in unserem Land oder die überwiegenden Bedürfnisse, siehe Schulpolitik. Und ja, irgendwie oder halt Gesundheitswesen, Politik. Ach, ich habe so viel Ahnung davon. Ich kenne mich einfach aus mit den Fachbegriffen. Was ich sagen will, ist, dass wir definitiv mehr politisches Engagement brauchen von jeder Bevölkerungsschicht. Und zwar jetzt nicht nur von den Kindern, die Fridays for Future inzwischen ins Internet geholt haben, sondern auch von den mit 40ern, 50ern, wie auch immer, von jedem Menschen, der wählen geht, braucht man ein gewisses politisches Interesse und ein gewisses politisches Engagement, damit diese gefestigten Strukturen weit genug aufgebrochen werden können, damit Innovation auch im Bundestag passiert. Und ja, irgendwie finde ich das, ich bin abgelenkt von einer WhatsApp-Nachricht. Ich bin so kompetent, das ist unglaublich. Ja, eigentlich habe ich ja alles gesagt. Mehr politisches Interesse und so. Es gibt natürlich immer Stimmen, die der Meinung sind, wir leben in keiner Demokratie und Demonstrationen bringen nichts und bla bla bla. Ja, möglich. Aber nichts bringt auch nichts.